Ja, hallo zu einem weiteren Video von Traumjob Business Training. Mein Name ist Michael Jahn und ich möchte euch gerne unterstützen in eurem Trainingsalltag. Das Video soll vor allem jetzt einmal an meine Absolventinnen und Absolventen gehen, weil denen habe ich in den ganzen Ausbildungsgängen immer versprochen, zu zeigen, wie füllt man eigentlich diese Neulandstifte, wenn die leer sind. Und die anderen, die natürlich auch dieses Thema beschäftigen, dürfen gerne weiter dranbleiben und zugucken. Und jetzt löse ich endlich mein Versprechen ein und zeige es euch nochmal, ne? Also Neuland, für mich die Nummer eins, auch wenn ich nicht irgendwie Geld dafür bekomme. Ich arbeite seit Jahren mit diesen Stiften und das Schöne ist, sie sind nachfüllbar. Also sie sind nicht nur besonders durch ihre Mine, sondern eben auch durch das System des Nachfüllens. Und das ist an sich auch ganz simpel, weil ihr könnt also sowas einfach bestellen bei Neuland. Oh, jetzt will es ja einer wissen mit dem Moped. Das kommt davon, dass ich mich entschieden habe, mich auf die Terrasse zu setzen bei dem schönen Wetter. Aber okay, wir probieren es. Also wenn ihr das dann bestellt habt, dann findet ihr so eine Pipette und so einen Ballon vor. Und unten drunter dann schwarz. Dann stellt sich immer die Frage, wie fülle ich das, ohne dass ich da irgendwie rumsuppe oder dass ich mich einsaue. Deswegen habe ich auch bewusst mein Hemd mal angelassen, weil das ist da so wirklich möglich. Was muss ich beachten? Also als erstes solltet ihr beachten, dass ihr die Kappe abnehmt. Das hat ein bisschen was mit dem Druck zu tun. Ich kann es euch nicht erklären, aber es läuft so. Also Kappe abnehmen, könnt ihr trotzdem gut halten. Ja. Dann, das legen wir erstmal beiseite. Schraubt ihr das auf. Ja, hier suppt es schon ein bisschen raus. Dann das praktisch hier aufschrauben. Ach, Outdoor, herrlich. Herrlich, herrlich. Die Spinnen raus von oben. Super. So, jetzt haben wir es drauf. Ja? Habt ihr also aufgespannt, dann könnt ihr das praktisch kippen und mit diesem Ballon schwarze Farbe hinein. Ein bisschen mit Feingefühl, wirklich wichtig, dass ihr da Feingefühl an den Tag legt, bis das voll ist. Nicht übermäßig weiter drücken, sondern könnt ihr es wieder umdrehen. Ihr schraubt es wieder vorsichtig ab, bitte. Ich habe mich tatsächlich noch nicht eingesaut. Kann aber noch kommen. Genau. Und dann ganz wichtig, ich weiß auch gar nicht, warum jetzt die ganzen Spinnen kommen, wenn ich filme. Komisch. Also, ihr habt dann hier diesen Stift und da ist hinten eine Bohrung, also ein Loch. Ja? Dann führt ihr die Spitze, zarte Spitze, vorsichtig ein. Ups, ist es drinne. Und dann bitte vorsichtig, das ist ganz wichtig. Wenn ihr damit zu viel Druck arbeitet, dann ist dann einfach der Druck hier drauf und dann macht das keinen Spaß. Also wieder betätigen, drucken, 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 drucken. So. Bis ihr das Gefühl habt, dass bei Schwarz jetzt immer mal ein bisschen schwierig zu sehen, weil der Ballon natürlich eingefärbt ist, aber wenn ihr das Gefühl habt, das ist weiter raus, also bitte nicht zu sehr drücken, den Fehler habe ich am Anfang immer gemacht, habe ich gedrückt, dann kam der ganze Druck hier drauf und dann schoss das vorne wieder raus. Ja, da macht es dann keinen Spaß. So, dann wieder vorsichtig abnehmen. Ups. Gleich den Deckel drauf. Und jetzt kommt der eigentliche Trick. Super vorbereitet. Ein bisschen Papier nehmen. Hinten drauf drücken. Da, wo die Spitze drinne war. Und jetzt die Kappe drauf machen. Dann könnt ihr hinten auch noch ein bisschen was abwischen, falls da noch was rauskommt. Aber in der Regel kommt da nichts raus. Genau. Und dann auch ganz wichtig für ein paar Minuten wirklich mit der Spitze, mit der Stiftspitze nach unten, ja, einfach abstellen und abwarten. Mehr war es nicht. Einen wichtigen Punkt nicht ganz vergessen. Ihr müsst nämlich diese Kappe hier, die müsst ihr, bevor ihr es wieder verpackt, reinigen. Und dazu nehme ich euch jetzt mal mit ins Bad. Mal gucken, ob mir das gelingt mit der Kamera, ne? Also, bis gleich. So, jetzt habe ich mich doch für die Küche entschieden, weil da die Kamera einfach besser aufgestellt werden kann. So, also nochmal ganz wichtig, es geht darum, dass diese Patrone einfach wieder hell wird. Ja, und dann lassen wir einfach ein bisschen Wasser ein. Und es funktioniert am besten, wenn man einfach die Patrone direkt unter den Wasserstrahl hält und dann zusätzlich einfach pumpen.
Nicht zu dolle, sonst spritzt er wieder alles übers Becken hinaus. Ihr seht schon, das dauert ein bisschen länger, aber wichtig ist wirklich, dass ihr die gesamte Farbe rausmacht, weil das sonst verklebt und dann habt ihr keinen Spaß mehr an dieser Neuland-Technik. So, seht ihr, ist alles raus, wunderbar, und das Ganze wird dann einfach nur noch getrocknet. So, ja, und da bin ich noch einmal, also das Ganze ist jetzt gereinigt. Der Stift kann letztendlich auch weiter noch ein bisschen warten und dann schreibt er wieder perfekt. Das war's auch schon, mehr braucht es nicht. Und ihr seht, es ist alles sauber, Hemd ist immer noch schick. Und wenn ihr also das bestellen wollt, dann geht er einfach irgendwie zu Neuland und da gibt es dann auch die entsprechenden Farbkodierungen. Also einerseits gibt es die Farbe hier drauf und andererseits gibt es auch immer eine Zahl, zum Beispiel hier bei Grün die 400. Und dann könnt ihr das Ganze bestellen. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es bringt euch ein bisschen weiter. Wenn ja, dann schenkt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, abonniert einfach diesen Kanal. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.